Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon X und verdammt ist das laut! Aber das stört uns weiter nicht. Ja, im letzten Part haben wir das Spiel beendet. Die Hauptstory zumindest. Und ja, mich rührt es immer noch zu Tränen, obwohl das schon 2 Wochen her ist, meine letzte Aufnahme. Mal sehen, ob ich Pokémon noch kann. Das ist schon so lange her. Was man da wohl falsch machen kann, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls schauen wir mal, was das Spiel uns auch für uns offen hat. Auf jeden Fall sind wir in unserem schönen pinken Zimmer wieder, was auch nicht gerade zu meinen Klamotten passt. Ich hätte lieber jetzt ein grünes Zimmer. Und da hat der Wii U, der ist mein Spiegel. Oh, mich bestrahlt sich im Spiegel. Ja, das tue ich. Okay, dann gehen wir mal runter. Halten uns nicht lange hier auf. Und da ist unsere Mutter. Oh nein. Mitch. Ich habe im Fernsehen die Parade gesehen. Professor Bardan hat sich echt ins Zeug gelegt. Er hat so viele Leute versammelt. Da fällt mir ein, ich habe eine Nachricht vom Professor. Er möchte sich mit dir im Bahnhof von Illumia treffen. Weißt du, wo der Bahnhof ist? Mit dem Taxi kommst du ganz schnell dorthin. Worum es wohl geht, das hätte er doch bei der Parade persönlich sagen können. Hm. Na, gucken wir mal, worum es da geht. Ich bin sowieso der Meinung, dass die irgendwie eine Affäre haben, weil die tauschen sich so oft aus. So mit Nachrichten und sowas alles, ne? Und da ist Sanna. Hi. Hi, Mimi. Die Parade war die erste Sahne. Du, sag mal, würdest du mir einen Gefallen tun? Ich hätte nämlich gerne eins deiner Pokémon. Was? Zeig unsere Freundschaft. Was? Ich gebe dir meinen Phynx, das ich in einem Ei gefunden habe. Und du gibst mir dafür eins deiner Pokémon. Was? Bist du dabei? Ich soll eins meiner Pokémon für einen Phynx hergeben? Okay. Wir haben ja genug Schrott gesammelt. Ja, Schrott. Ja, das kannst du gerne haben. Hier, nimm es. Bitte. Take the Ding. Klasse, danke. Hab viel Spaß damit. Hau bloß ab, du blödes Viech. Ich hasse es immer noch. Das kann so ein klasses Pokémon sein. Das ist mir scheißegal. Hau bloß ab, du blödes Viech. So, Fings. Fajana. Das heißt Fajana. Ich find's immer blöd, dass die immer die Spitznamen für die Pokémon da reinpacken. Es ist, egal. Um dieses Pokémon werde ich mich ganz besonders gut kümmern, Mimi. Ja, tu das. Aber keine Sorge, meine anderen Pokémon vernase ich deshalb auf keinen Fall. Tu das bloß nicht. Oh Gott, wir sind Restadere los. Yay. Wie gesagt, ich find's eigentlich immer ein bisschen blöd, wenn die getauschten Pokémon einen Spitznamen haben. Aber das machen Trainer ja. Die geben ihre Pokémon Spitznamen. Und warum laufen wir jetzt nach Illumia City? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade Lust zu laufen. Ich könnte natürlich auch Fahrrad fahren, was wir sowieso viel zu selten machen. Yay, wir fahren Fahrrad. Juhu, da hört die Musik auf. Und ah, so viele Leute. Oh nein, mein Fahrrad ist außer Kontrolle. Okay, wir fliegen. Ich bin zu doof zum Fahrradfahren. So. Nach Illumia City. Dahin bitte. In die Mitte. Da müsste irgendwo ein Taxi rumstehen. Die stehen ja sowieso überall an jeder Ecke. Das ist wie McDonald's. Gibt's auch überall. Na, 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 na. Ist hier ein Taxi? Ist hier ein Taxi? Nein. Da fällt mir doch was anderes ein. Moment, bevor wir zu Professor Platan gehen, müssen wir mal eben kurz. Da ist übrigens ein Taxi. War das hier? Nein, es war drüben. Die haben uns da nämlich nicht reingelassen, weil wir nicht keck genug waren, dieses schöne 3-Sterne-Restaurant. Ja, da gehen wir jetzt rein. So. Ich will wissen, was das hier für ein Kack ist. So. Hi. Hier brauchst du ein Deluxe-Kind für uns. Stets das Motto für unsere Gäste. Nur das Beste. Wir haben nämlich keinen Speisen. Welches unserer Menü löst dir deinen Wunsch aus, dich heute kulinarisch in unsere Obhut zu begeben? Ein Doppelkampf. Dies besteht. Ihr seid bescheuert. Nein, 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 nein. Ein andern Mal. Dann gehen wir doch erstmal zu Professor Platan. So, steht hier auch noch ein Taxi rum, wo ich jetzt einmal zurücklatsche. Nehmen wir einmal zurück. Das machen wir doch ein andern Mal. Das ist mir jetzt ein bisschen zu teuer. Dezent. Was für Preise hier sind, ey. Meine Fresse. Wenn ich schon die Pacht hier bezahlen müssen, dann müsste doch nicht hier auch noch solche Preise beschlagen. So, ich möchte gerne mit den Riesen. Willkommen bei Illumia Taxi. Der Grundpreis für eine Fahrt beträgt 710 Poké-Dollar. Steigst du ein? Das ist sowieso ja alles total übertrieben teuer. Welche Art von Ziel stülpt dir so vor? Ein Verkehrsmittel.
Aha, und was ist der genaue Zielpunkt? Du willst es aber auch genau wissen, ne? Der Bade von Illumia. Der Bade von Illumia? Der liegt auf dem Nordring dort, der fährst du den TMV ab. Ja, das ist jetzt so. Ganz sicher? Ja. Gut, dann stell dich an, das geht los. Da werden wir der Bade von Illumia. Mal sehen, das macht schon 2000 Burgendollar. Ich sag das, ist ja alles total überteuert. Pass gut auf dich auf. Ja, mach ich, weil du kriegst dann nochmal Geld von mir. Ich werde nie wieder Taxi fahren. Oh, da ist er. Keinen Schritt weiter. Was ist los? Was ist... Oh nein, nicht ihr. Ha, ich bitte um Verzeihung, dass wir dir auch immer so einen Schrecken einjagen müssen. Wir wollten dir eigentlich nur etwas übergeben, was der Professor neulich vergessen hatte. Dein Pokédex wurde ja bereits um den Zentral-, den Küsten- und den Gebirgsbereich von Kalos erweitert. Doch beim dieser Bereiche gibt es noch weitaus mehr Pokémon zu entdecken. Und aus diesem Grund erlauben wir uns, deine Pokémon entsprechend auszurüsten. Yay, der nationale Pokédex. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den nationalen Pokédex auswählen. Tippe ihn einfach mal an, um ihn auszuprobieren. Genieße die Zeit, die du gemeinsam mit deinem Pokémon verbringen kannst. Denn sie ist kostbar und hart erkämpft. Ich hoffe, wir müssen sie nie wieder treffen. Gut, wir haben jetzt den nationalen Pokédex. National Pokédex, der steht hier unten und wir haben voll sau wenig Pokémon. Wow. Voll. Oh, sogar mit Farben unterteilt an der Seite sehe ich gerade. Das ist nicht schlecht, da kann man hier so. Miau. Hoch und runter. Miau. Interessant. Finde ich gut. Man muss nicht wieder so ewig lange suchen, bis man ein einziges Pokémon findet, was man suchen möchte. Man kann ja die Suchfunktion benutzen, aber ich... Nee, das wäre zu einfach. Hallo, Platte. Glückwunsch, das war eine tolle Parade, Bitch. Der Grund, weshalb ich dich hierher gebeten habe, ist das hier. Tada! Eine Dauerfahrkarte nach Baktika City. Sag bloß, du kennst Baktika City nicht. Die im Süden der Chaos-Region gelegene Stadt Baktika City ist der ideale Ort, um sich ein paar Muskeln anzutrainieren. Na, was zögerst du da noch? Der Höchstgeschwindigkeitszug wartet auch schon auf dich. Yay, wir können Zug fahren. Dann will ich dir mal rasch das Nötigste zum TMV, also dem Train Mega Chess oder auch Hochgeschwindigkeitszug erklären. Danke, diese Erklärung ist mir besser. Lass mich bloß mit deinem Fremdwörtern in Ruhe. Begib dich zur TMV-Station und suche einen der orangenen Fahrkartenscanner auf dem Bahnsteig. Oh, organischen, genau. Um deine Fahrkarte scannen zu lassen. Jetzt aber nichts wie los. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hab Spaß. Yay. So, das ist ein Fahrkartenscanner des TMVs. Ja, ich möchte gerne einsteigen. Oh, gescannt. Yay, Zugfahren. Solange es nicht die Deutsche Bahn ist. Wechseln wir. Und schon sind wir in Baktika City. Wow. Hi. Du hast so ein Pokédex, nicht wahr? Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Was ist das klebrige Zeug, das einen Flauschling ausschüttet, um den Gegner daran zu hindern, sich zu bewegen? Fäden? Spucke. Wow, das war richtig. Das hier ist dein Preis. Yay, ich krieg Toppelleber. Spucke. Nein. Man kann durch sein Pokédex so viele Dinge lernen, dass sich einem mit einem wenig Fantasie ganz neue Perspektiven öffnen. Zum Beispiel, dass ein Raimondong, je öfter sich den Kopf stößt, immer dümmer wird. Der TMV wird mit Elektrizität betrieben. Oder das Kalos-Kraftwerk rührt sich erst nicht, also kein bisschen vor Fleck. Ich gehe jetzt. Oh, hi. Sag mal, bist du nicht Mitch? Nein, ich sehe nur so aus. Ich habe nur aus Spaß grüne Klamotten an. Es ist mir gelungen, bei der Parade einen Blick auf dich zu erhaschen. Deine Bescheidenheit ehrt dich, doch ich bin mir ganz sicher, dass du es bist. Nein, lass mich in Ruhe. Glaubst du denn ernsthaft, dass ich je das Gesicht der Trägerin des Chaos-Emblems vergessen könnte? Tausend Dank dafür, dass du den Schurken von Team Flair einen Strich durch die Rechnung gemacht hast. Hier, das ist das Mindestens, was ich als Zeichen meiner Dankbarkeit anbieten kann. Wer bist du überhaupt? Werde ich niemals in meinem Leben gebrauchen. Mit der Kampfkamera kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder Kämpfe in speziellen Kampfeinrichtungen aufzeichnen. Doch das ist nicht alles. Wenn du eine Internetverbindung erstellst, kannst du deine ausgezeichneten Kampfvideos hochladen oder die von jemand anderem hochgeladenen Kampfvideos anhand ihrer Codes suchen. Brauche ich nicht. Ja, Kampfkamera ist etwas, was ich niemals in meinem Leben jemals gebraucht habe oder brauchen werde, weil ich habe es ja alles hier aufgezeichnet. Ich hab ja Computer. So, hi.
Ich bin ein Superstar, aber ich bräuchte etwas mehr Glamour. Wenn ich doch nur in der Lage wäre, Blütenwirbel einzusetzen. Dann mach das doch, volle Hexe. Mach einer der Zaubersprüche oder funktioniert das schon? Wo Hexen ja eher Zaubertränke brauen und keine Zaubersprüche machen. Hier ist ja sonst nichts. Da ist ein vollgestopfter mit Pokémon-Objekt. Ja, das ist vollgestopft. Kann ich hier schlafen? Nein. Schade, ich kann nicht in fremden Betten schlafen. Hier ist ein Fernseher, schöner Fernseher übrigens. Und die Küche. Wow, schönes Häuschen. So, was gibt's denn noch Schönes entdeckt? Ein Pokémon-Center. Ist der Mr. Miteinander hier auch schon wieder mit drinne? Nein. Aber ganz viele andere Leute. So, Pokémon heilen braucht man momentan nicht. Wer bist denn du? Es ist echt toll, dass man sich im Kampfhaus Kampf für Kampf misst und es deswegen ruhig angehen lassen kann. Okay. Oh, da steht auch leider. Schon fast übersehen. Willst du dir alle Strophe am Stück anhören? Ach nee, das ist der blöde Poet. Nein, den möchte ich nicht hören. Nein. Pokémon, denen du während der Kontaktsafari begegnest, verfügt über seltsame Fähigkeiten. Schön. Nenn mich einfach den Richter. Eigentlich heiße ich gar nicht so, aber so werde ich genannt. Es liegt an mir. Speziellen Talent, eine Art Gabe, können man sagen. Wie könnte ich es wohl am besten ausdrücken? Mir ist das Talent gegeben, zu urteilen. Zu urteilen über das Potenzial einzelner Pokémon wie ein Preisrichter. Und wenn du möchtest, dann kann ich das Potenzial deiner Pokémon beurteilen. Okay. Hier, Monagoras. Ich sehe, das Pokémon verfügt über ein überdurchschnittliches Potenzial. So lautet mein Urteilsspruch, basta. Sein größtes Potenzial liegt wohl in der kleinen KP. Außer Spezialreserve. Achso, das ist der hier. Waren das die DVs? Ich glaube, die DVs prüft. Ja, der prüft die DVs. Das ist schön. Danke. Danke, dass du mein Monagoras beleidigt hast. Jetzt ist Monagoras richtig sauer. Ja. Es ist voll böse. Guck dir mal. Guck dir mal dieses tückische Blitzen in seinen Augen an. Ja. So klingt jemand, der sauer ist. Niemand beleidigt meine Pokémon. Hi. Ich bin auf dem Weg ins Kampfhaus, um GP, ich meine Gewinnpunkte anzuhäufen, die ich dann gegen Items eintauschen kann. Also ist das Kampfhaus irgendwie sowas wie ein Duellturm oder was weiß ich. Okay. Ein Vollleo, das rennt um den Tisch rum. Hi. Heute Abend werde ich meine Kochkürbisse unter Beweis stellen und zinnoberische Hamburger von der Zinnoberinsel oder was. Ob sie mir wohl gelingen werden? Ja, mach schon. Aber es ist schön, weil, bevor ich sie anspreche, trete ich erstmal voll in den Hintern. Hallo. Willst du fleißig dein Pokédex? Ein Pokéradar könnte dir dabei sicher nützlich sein. Schau doch beim Labor von Professor Plata vorbei. Dann kannst du eins bekommen. Oh, okay. Merken wir uns mal. Wenn wir das nächste Mal in Illumia sind, werde ich bis dahin vergessen haben. Aber egal. Nimm das! Lichtkanone! Ich kann sie eh nicht benutzen, also schenke ich dir diese TM. Du bist ja auch kein Pokémon. Kann ich dich keine ohne jemanden beibringen? Ist das eine Stahlattacke? Ja, aber ich kann sie niemandem beibringen. Monagoras kann Drachenklaue lernen. Nein, es hat Drago-Meteor. Ich war gerade zu überlegen, was hatte er noch für eine Drachenattacke? Ach ja, es war ja Drago-Meteor. Ich sag ja, das ist schon ein bisschen her, wenn ich das letzte Mal gespielt habe. Ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Ich bin schon job. Ich kann kein Pokémon mehr spielen. Das ist so schlecht. Oder liegt Item. Hi, Item. Jetzt rede ich schon mit Items. Das ist auch klasse. So. Was gibt's denn hier noch Schönes in Batika City? Ich weiß, hier gibt's ein Kampfhaus. Und das wird wahrscheinlich das Kampfhaus sein. Da sind Pokébälle drauf. Ja, es ist das Kampfhaus. Hi. Was machst du denn hier? Es ist mein Traum, im Kampf aus 100 Siegen in Folge zu erringen. Aber doch bin ich dafür nicht stark genug. Deswegen erfüllst du dir bitte meinen Traum. Ja klar, das mache ich doch, Kleine. Ist schon klar. Es ist wahrscheinlich genauso was wie ein Duellturm. Ich mag die Dinger nicht. Wenn du viele Freundeskurs austauscht, erscheinen zahlreiche Trainer mit dir zusammen an Multicamp teilnehmen und dir helfen. Oh, schön. Hi. Hallo, willkommen bei der Gewinntausch. Okay, das ist die Tauschbörse. Ich habe eh noch keine GPs. Und das ist das Informationszentrum. Nee, da kann man auch tauschen, okay. Dann gehen wir mal rein ins Kampfhaus. Es ist so lila. Hallo. Ich bin hier im Kampfhaus für die Verwaltung der Ergebnisse und Statistiken zuständig. Nein, möchte ich nicht einsehen, weil ich habe noch keine. Aber bist du herzlich willkommen. Du findest dich hier am Empfangsschein des Kampfhauses. Wonach steht dir denn heute der Sinn? Ja, es ist ein Duellturm, ne? Da wird nacheinander einfach so schön Wie heißt es? Komm, wie heißt es?
Es ist... Mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Hi, bist du schon der Kampf schon begegnet? Nein, diese vier starken und dabei doch sehr eleganten Schwestern gehören unserem bescheidenen Kampfhaus. Serie, was? Sobald du eine bestimmte Zahl von Kämpfen in der Serie gewonnen hast, kannst du sie zu einem Kräftemessen herausfordern. Mein böser Favorit ist Martin, die Erstgeborene und jetzt ihr Zeichen-Experte für Reihumkämpfe. Glaub mir, du wirst auch von den Socken sein, wenn du ihr begegnest. Wie heißt das Wort? Das Wort ist weg. Es ist weg. Oh Mann. Oh, gibt's was zu essen? Essen! Was ist das denn jetzt noch? Oh weh. So, meine Zaubermuse erscheint einfach nicht auf der Bühne. Der Anblick ihrer zarten Gestalt ist das Einzige, was mir Kraft gibt, einen eintönigen Job an der Kasse durchzustehen. Ihr Bild von meinem geistigen Auge lässt meine Figur nur so über die Registrierkasse tanzen. Sag mal, du bist doch ein Trainer, oder? Ich bitte dich inständig in den Doppelkampf, um Gegner zu besiegen, bis du schlussendlich Suor gegenüberstehst. Ich kann einfach nicht nach Hause gehen, bevor ich sie nicht auf der Bühne gesehen habe. Was ist mit deinem Laden? Du gehst bankrott, Alter, weil ich werde das niemals machen. Aber hier was? Nein. Es fällt mir das Wort nicht. Es ärgert mich jetzt. Ja, es ärgert mich jetzt wirklich. Okay, gehen wir raus. Mir fällt es irgendwann wieder ein. Ja, wie gesagt, ist wie ein Duellturm. 100 Kämpfe ineinander. Das ist so klar. Das macht auch riesen Spaß. Nicht. Ich habe das noch nie fertig gekriegt. Ich habe noch nie mal die Duelltürme hingekriegt. Also es ist so gut mit dem Pokémon-Training. Da müsste man zwischen und so den ganzen Kram. Und das dauert mir zu lange. Ich spiele lieber so Pokémon. Hi. Hast du etwas Zeit? Du wirkst wie jemand, der sich mit Pokémon auskennt. Darf ich dich um deinen fachmännischen Rat bitten, Herr Hus? Oh, das ist echt nett von dir. Gut, dann will ich dich gleich mal in die Problematik einweihen. Ich würde gerne ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwere mit einer Attacke von Typ Boden treffen, weißt du? Aber wie soll das bloß funktionieren? Ich komme einfach nicht auf die Lösung. Ein paar Denkansätze habe ich zwar, aber ich weiß nicht, welche richtig ist. Jetzt bist du also gefragt. Sag mir, was du von meinen Lösungsansätzen hältst. Zuerst bräuchte ich mal deine Meinung zu ein paar Items. Um ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwere mit einer Bodenattacke zu treffen, wäre es zum Beispiel ein Versuch. Wäre ihn mit Hilfe einer Attacke wie Trick, Betrug oder Wechsel dich von Item unterzujubeln. Nach längerer Überlegung bin ich darauf gekommen, dass ich dafür eventuell eine Eiskugel eignen würde, aber vollkommen sicher bin ich mir nicht. Wie findest du die Idee? Alter, Scheiße, fang dir Libeldra und bring's Erdbeben bei. Mein Gott. Oh, dann hatte ich also recht. Also wenn du das auch so siehst, hatte ich wohl wirklich den richtigen Riecher. Aber ja, wenn man einem Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe eine Eisenkugel unterjubelt, kann man es auch mit Attacken von Typ Boden treffen. Vielen Dank. Ich bräuchte dich bei deinem fachmännischen Rat. Hättest du kurz Zeit? Sollte ich dir Sache. Das habe ich auch sein Anliegen verstanden. Er möchte gerne ein Schwebe-Pokémon mit einer Bodenattacke treffen. Und kein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe und einer Bodenattacke treffen. Ja. Das kann man so oder so verstehen. Ich habe es echt so verstanden. Er möchte gerne eine Libeldra mit Erdbeben haben. Weil die Libeldra Schwebe hat und Bodenattacken kann. Aber er möchte ein fliegendes Pokémon mit einer Bodenattacke treffen. Das ist leicht verwirrend. Echt. Je mehr Pokémon-Kämpfe ich bestreite, desto mehr Dinge möchte ich ausprobieren. Doch es gibt auch so noch so viele Pokémon, die ich trainieren möchte. Schade, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und wann willst du mal schlafen? Hätte sonst auch nichts zu tun, ne? Mein Gott, so viele Leute. Ich habe so viele Freunde, dass mir dank der Kontaktsafari nie langweilig wird. Das ist schön. Das freut mich. Hust. Ne? Kleiner Weg mit dem Zaunfall. Ich habe nicht so viele Leute drin, weil ich mein Freundeskodon nicht rausgegeben. Wurdest du in dein Restaurant von Lumen, sind dir gut verküsst, dich fressen und gefressen werden. Das ist der Lauf eines Lebens. Ja, die essen Fleckmann-Roten. Wie gesagt, Freundescode habe ich noch nicht rausgegeben. Gebe ich irgendwann nochmal raus, dann könnt ihr den auch gerne haben. Ein paar haben den ja schon. Zwei. Ja, ein paar mehr schon. Das ist lange genug bei anderen Kupfer. Wie lange genug? Wer lange genug bei anderen abkupfert, entwickelt irgendwann seinen eigenen Stil. Das ist eine der vielen Möglichkeiten, um an Stärke zu gewinnen. Freier Fall. Wow. Mit der Attacke Freier Fall kannst du ein Ziel in der ersten Runde in die Lüfte entführen und in der zweiten Runde zu Boden fallen lassen. Nimm dir einen Profi-Trainer zum Vorbild und schau dir von ihm ab, wie man mit der Attacke umgeht. Ja. Lalalalala. Ein Psiau. Schön. So.
Nächstes Haus. Es wird wieder alles abgeklappert hier. Hi. Dieses Pokémon namens Kyurem. Hat das denn wirklich niemand? Ich hab das, aber nicht auf dieser Edition. Ja. Was machst du denn hier? Nanu, du bist doch... Deswegen ist unsere Geheimbasis in Flammen aufgegangen. Ja, mit Team Flair ist es vorbei. Und zwar gepflegt. Dass wir nun uns von Team Flair retten wollten, war allerdings etwas gepflegt daneben, was? Ich habe mal gepflegt nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Welt ziemlich engstirnig wäre, wenn alle dieselben Meinungen hätten. Das stimmt übrigens. Das wäre ja auch todlangweilig. Wenigstens einer hat mal ein bisschen Einsicht hier. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Schöne Musik. Oh. Das scheint irgendwie ein Gebäude zu sein. Oh, das ist die Kontaktsafari. Hab schon viel von dir gehört. Willkommen zur Kontaktsafari. Was möchtest du heute tun? Wir gehen auf Safari. Bitte wähle die Kontaktsafari, an der du teilnehmen möchtest. Ja, das Cora habe ich nämlich auch noch drin. Ne? Ja, das ist meine Y-Edition, wenn sie mal fragt. Ach, wir gehen mal zu Jora. Viel Vergnügen! Ist ja gut. Na, gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Aber die Musik ist geil. Jetzt ist die Musik vorbei. Oh, es ist ein Gronkh. Oh mein Gott. Jora, was hast du mir da denn wieder in den Hals gesteckt hier? Nur Scheiße. Finde ich sowieso interessant bei Kontaktsafari, dass man einen bestimmten Typ hat und dann auch nur bestimmte Pokémon. Wenn man Glück hat, kriegt man richtig schöne Pokémon in seine Safari rein. Wenn man Pech hat, nicht so schöne. Wie zum Beispiel weibliches Wohl, genau. Nimm den Lippenstift weg! Du ihn weg! Nein, geh weg! Geh weg! Na gut. Oh Gott, der Dammit, wohin genau? Ich muss hier weg. Oh Mann. Ich bin hier weg. Na, das wohin genau? Bitte nicht. Wer gerne meinen Freundescode haben möchte, kann mir gerne mal eine PN schicken mit seinem Freundescode-Namen. Und ja. Das wohin genau bringt mich jetzt voll aus der Fassung. Naja, was wollte ich jetzt? Ich weiß, dass ich im Kampfhaus einen Sieg bestreiten muss, damit hier was Besonderes passiert. Deswegen werden wir das jetzt nochmal eben kurz machen. Ich wollte nur eben kurz vorher in die Kontaktsafari. Nee, ich lasse es lesen mal. So, ich möchte gerne kämpfen. Ja, ich möchte gerne Herausforderungen annehmen. Der erste Kampf ist sowieso nie ein Problem. Das wird dann mit den schweren Kämpfen erst viel schlimmer. So. Ja, ich möchte, ja. Mit meinem Team-Pokémon, der Kampfbox habe ich ja niemanden drin. Ich möchte gerne Monagoras mitnehmen. Ich möchte gerne Froger mitnehmen. Und ich möchte gerne... Ja, ich möchte gerne Quajutsu mitnehmen. Okay. Ich wollte kurz überlegen, was wir Vivillon mitnehmen. Nö. Wird eh schon schief gehen. Also los, auf in 1K. Und vergiss nicht, hier wird in Serie gekämpft. Ja, ist ja gut. Man kann ja Gott sei Dank zwischendurch bestimmte Pause machen. Ich ziehe ganz ohne Geld durch die Welt. Glaub mir, dieser Lebensstil hat seine Vorzüge. Ist das gut, ohne Geld durch die Welt zu wandern? Klaus, du! Wo kriegt er sein Essen her? Und der muss sich auch mal waschen und so. Geht der in Frauenhäusern? Ich weiß es nicht. Lass Monagoras Erdbeben! Tada! Schneebedeck. Wird er nicht mit SCH beschrieben? Egal. So, hä? Hier, Draco-Meteor. Schade. Hat nicht funktioniert.
Eine Scope-Linse wäre gar nicht mal so schlecht. Die kann man hier bestimmt mit GP eintauschen. Dann kann man richtig schön gerade hier Monagoros eine geben. Dann trifft euch jedes Mal der Draco-Meteor. Schon ziemlich, glaube ich. Oh, nein, es lebt noch. Wie konnte das nur passieren? Das macht da auch noch mein Monagoros sauer. So, mein Knirscher. Monagoros, zieh dich zusammen. Reiß zusammen. Wieso ist das Viech jetzt schneller als ich? Du kriegst jetzt full auf den Kopf. Also, Monagoros, nicht. Nein, das ist falsch. Und du. Ah! Da! Monagoros, ich bitte dich. Ich bitte dich. Treff dieses blöde Schneebedeck. Es ist nur ein kleiner Baum. Geht doch. So. Wurde Schneebedeck früher nicht mit SCH geschrieben? Oh, es ist ein Fatzapf! Oh mein Gott! Es ist so süß! Ah! Autsch! Mein Groß hat sich selber gehauen. Oh. Oh, ich finde Fatzapf so süß! So, Mutgewalt. Ich stehe ja sowieso total auf die Spinnen-Pokémon hier. Genauso wie Ariados und Piperak. Das ist natürlich WhatsApp und Voltulan auch total genial. Und jetzt ist es weg. Sorry, WhatsApp. Ox, ich kippe fast um. Hast du nicht eine kleine Spende für mich? Ja, das ist es nämlich. Wenn du ohne Geld durch die Welt gehst, das geht nicht gut. So, kann ich eine Pause machen? So eine Pause meinte ich jetzt gerade nicht. Wow, wir haben ein GP gekriegt. Wow. Oh, wir können Pause machen, das ist schön. Ja. So. Ja, danke schön. Jetzt müsste das passiert sein, wo ich dachte, das müsste jetzt eigentlich schon vorher gewesen sein. Da war ich jetzt gerade nicht so sicher. Aber ich so, wie ich das... Ich habe ja ein bisschen recherchiert, ne? Da habe ich jetzt mal nachgeguckt, was wir jetzt noch alles machen können. Das ist natürlich klar, sonst weiß ich ja nicht, was noch viel Plan ist, die ganze durch die Gegend und weiß ich, was ich machen soll. Und jetzt steht nämlich hier Kalem. Kalem. Hör mal, Mimi, lass uns einen Kämpfchen wagen, okay? Du wirst dich wundern, ich habe nämlich einen neuen Partner. Okay. Encore. Bam, bam, bam. Da ist der Kalem. Was hat der Kalem dabei? Natürlich sein Psyagon. Frag mich aber nicht, was das jetzt für ein neuer Partner ist. Ich habe keine Ahnung. Letztes Mal ist schon ein bisschen länger her. So. Käfergebrumm. Der schummelt. Ist voll am Cheaten hier. Hat aber nicht funktioniert. Hahaha. Habe ich Konzentrator bei Vivillon? Ich habe keine Ahnung. Weil Konzentrator verhindert das Zurückschrecken. Das wäre jetzt eine Erklärung, warum das nicht funktioniert hat. Aquana. Das ist der neue Partner, oder was? Aquana. Kriegt jetzt Elisat. Wundernkorb. Die Musik ist wirklich schön. So. Aquana. Hat das jetzt mal auch schon dabei gehabt? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Paraboladung. Bams. Das tut ein bisschen weh. Parabolladung. Autsch. Aquana, würdest du das bitte unterlassen? Und nochmal. Dum, bum, bum, dum, 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 dum. Also mit der Paraballadung ist Elisat echt nützlich. Muss aber so mal sagen, im Nachhinein hätte ich mir doch ein anderes Elektro-Pokémon mitnehmen sollen. Man hätte sich ein Evoli fangen müssen. Mein schönes Blitzer gehabt. Was war das? Nachthieb? Will ich Nachthieb haben? Will ich das? Stark ist denn das Ding? 70. Und der Sondersensor? 80. Nee, wir machen den Nachthieb weg. Nein, möchten wir nicht. Möchten wir nicht. So.
Pixie! Pixie! Ehrlich! Wo hat er das Ding denn ausgegraben? Mist, das ist ein Feen-Pokémon! Oh fuck! Scheiße! Verdammt! Das ist ja ein Feen-Pokémon! Nein! Ich komme mit dem neuen Typ immer noch nicht zurecht. Ich kann mir das nicht merken. Verdammt! Das ist sowas von offensichtlich, ne? Tut mir leid, Monaco-Ras. Das war keine Absicht. So. Stahlattacke. Stahlattacke, Fiaro. Stahlflügel. Los, Fiaro! Mach's kaputt! Das kannst du besser. Das war nicht sehr effektiv. So, nochmal. Dum, 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 dum. Dummes Pixie. Kaputt. Da 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 Altaria. Quaiutsu. Pixie ist das Neue, ne? Ich glaub schon. Es kommt Altaria. Und es ist so flauschig! Und jetzt ist es kaputt! Bams! Keine Chance. So, was hat er noch Schönes? Ach ja, das war das alte Viech. So, Brigaron. Ich vergesse das jedes Mal, wer das ist. Fiaro wollte ich gerne haben. Wer wandelt nochmal? Dum, 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 badabam. Dum, du, 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 du. Sieh grad, wie lang der Part schon ist, aber das ist mir egal. Dum, dum, dum. Weil ich hätte gerne Batika City in einem Part. Auch wenn ich vorher planlos durch die Gegend gelaufen bin, ist du wohl auf damit. Nicht zerquetschen hier. Das geht ja wohl nicht. Kriegst du eine Sturzflugattacke? Los, Fiaro! Bounce! Ich glaube, das hat wehgetan. Ich glaube, das hat wehgetan. Oh, geht aber noch. Absol! Absol! Vivillion! Bam! Badam, bam. So, Käfergebrumm. Okay. Es war mir klar, dass er sowieso irgendwann noch das kriegt, aber das war jetzt doch ein bisschen überraschend. Ach, Colin. Ich werde herausfinden, was deine Stärken sind und diese Niederlage in einen Sieg verwandeln. Yay. Und das Ganze ohne Mega-Pokémon. Das brauche ich nicht. Hier, Mimi, das ist für dich. Ein Absolnit. Wuhu. Ich habe zwar Absolnit-Steine gefunden, aber ich teile sie mit dir. Der hat gleich ein paar mehr gefunden. Ach, zwei Stück. Hoffentlich bringt das Lord Delis wieder auf andere Gedanken. Ich sollte vom Professor Fadern ausrichten, dass es ihm offenbar gelungen ist, das Geheimnis am Omega-Ring und Megastein teilweise zu lüften. Er dürfte wohl bei der Sonnenuhr in Fluxia City auf dich warten. Okay. Ja, ich höre die Uhr bei Fluxia City. Da müssen wir wohl als nächstes hin. Und ich glaube, ich beende mal den Part. Der ist schon lang genug. Ups. Ja, ich wollte Batika City in einen Part quetschen. Und das hat ja auch jetzt so geklappt. So halt ein bisschen länger geworden. Naja. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Pokémon X. Und ich fliege dann schon mal nach Fluxia City rüber und sehen uns dann.